Na, Lexi, Bexi. Nam, 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 nam. La Muzazos und willkommen zu einer neuen Review. Passend auf meinen Kanal, passend zu der WM de Brasil. Wie ihr sehen könnt, es geht heute um der, die, das, den Combino. Ja, ein großer Elektrofachmarkt mit einem in der Regel roten Hintergrund wirbt damit derweilen kräftig im TV. Und dieses Ding habe ich dann für schlappe 9 Euro erstehen dürfen, weil es mich doch mal gereizt hat, was das hier für ein komisches Ding sein soll, das stapelweise bis an die Decke herumliegt und auch im Fernsehen so kräftig beworben wird. Denn ihr wisst ja, ich bin immer neugierig und deswegen liegt das Ding jetzt hier bei mir auf den Tisch und ich bin hart gespannt, was uns erwartet. Denn dies hier soll ja eine kleine, große Samba-Kapelle sein. Und ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Es sah im Laden albern aus und deswegen, naja, lass mal live gucken, wie das Ganze wohl funktionieren mag. Combino. Copyright. Deutschlandflagge. Brasil. Brasil-Flagge in Ball. Guckloch für Produkt. Die kleine, große Samba-Kapelle 4 in 1. Trommel, Rassel, Ratsche, 3 Tonpfeife. 3 Tonpfeife, Trommel, Rassel, Drumsticks, Ratsche. Ach so, mit integrierter Rassel, so war das, genau. Ho. Notending mit Menschen, die was tun. Der will sich mit den Drumsticks umbringen, der fasst ihn an den Arsch. Und die ist einfach nur davon aufgegeilt, dass sie eine Pfeife zum Blasen in der Hand hat. Oberseite, noch mehr Menschen, die etwas machen. Dancing around. Surprise, butt grab. Dancing around. Flapping around. Noch mehr vom Produkt. Brasil. Was haben wir auf der rechten Seite? Combino, die kleine große Samba-Kapelle. 4 in 1 Spielanleitung. Spielen Sie die Samba-Trommel mit Ihren Händen. Je nach Schlagkraft und Schlagposition variiert der Ton. Bei Zunahme der Drumsticks erweitert sich das Klangspektrum der Samba-Trommel. Die seitlichen Tonöffnungen der Dreitonpfeife können mit den Fingern verschlossen und geöffnet werden, um den Ton der Samba-Pfeife beim Spielen entsprechend zu variieren. Rassel am Griffloch packen und zum Spielen rhythmisch hin und her bewegen. Den Drumstick rhythmisch über die geriffelte Oberfläche hin und her ziehen. Ende der Anleitung für Noobs. Combino, die kleine große Samba-Kapelle. Kaum etwas vermittelt das brasilianische Lebensgefühl mehr als Samba-Rhythmen. Durch den Einsatz der 4 Samba-Instrumente Trommel, Rassel, Ratsche und Dreitonpfeife können die unterschiedlichsten Samba-Rhythmen erzeugt werden. Brasil mit Ball. Produkt. Piep, piep, piep. Sch, sch, sch. Tam. Tam. Schrapp, schrapp. Spüren Sie den mitreißenden Samba-Rhythmus? Piep, piep, piep. Sch, sch, tam, tam, schrapp, schrapp. Nein. Achtung, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Wahren Sie einen Sicherheitsabstand zur umstehenden Person. TÜV Rheinland zertifiziert. Combino, die kleine große Samba-Kapelle. Kaum etwas vermittelt das brasilianische Lebensgefühl mehr als Samba-Rhythmen. Durch Herauslösen der Pfeife aus der Rassel und durch was und wiederum der Rassel aus der Trommel erhält man mit 2 Handgriffen die Instrumente einer kompletten Samba-Percussion-Truppe. Apito. Guiro. Trommel. Das ist kein Name auf Brasilianisch. Auf, ja, in. Hm? Unterseite. Barcode. Oh mein Gott. Ich bin sehr gespannt, was mir erwartet. Wir packen das Ding mal aus. Ganz toll. Piep, piep, piep. Sch, sch, sch. Schrapp, schrapp. Tam, tam. So viel dazu. Wir haben jetzt also das Ding mal ausgepackt und schauen uns das mal im Detail an. Das sind also die Drumsticks, momentan noch zusammengefummelt mit einem Stück Gummi. Lass das mal kurz hier. Hallo? Oh ja, oh. Der ist mal raus und in der Mitte sehen wir jeweils 2 Einkerbungen. Das ist wahrscheinlich gedacht, dass man die hier dann so, oder? Ja, das Ding besteht jetzt ja aus 3 Teilen. Der Pfeife. Also das ist jetzt unser Set, unsere persönliche brasilianische Percussion-Truppe, die wir dabei haben. Und naja, ich bastel das irgendwie mal zusammen, mach mich damit mal fix und schau mal, ob das Ganze auch wirklich so cool funktioniert, wie auf der Packung angegeben. Hm. Schrapp, schrapp, schrapp. Tam, tam. Uge, uge, uge. Ich habe Feuer gemacht. Nun, für wen ist solch ein Kram eigentlich gedacht? Ich weiß, Leute, die gerne Krach machen, Leute, die gerne blöd mit sowas aussehen wollen und Leute, die damals auch die Vuvuzela heiraten wollen, die sind hiermit sichtlich gut bedient!
das war mein kleines Video zum Thema WM. Und was mich interessieren würde, schreibt es mal in die Kommentare, wie verbringt ihr die WM-Zeit? Guckt ihr auch auf Live-Events? Chillt ihr einfach mal vor einer kleinen Glotze beim Grillen mit den besten Freunden? Oder. Ich persönlich finde ja die Grillrunde mit Freunden immer ganz geil. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und schaut unten in der Collab-Section auf jeden Fall mal bei Sendertime vorbei, denn dort werden in den nächsten Tagen und Wochen Videos zum Thema WM eurer Lieblings-YouTuber zusammengesammelt. Ganz egal welche Themen, da gibt es Sport, Comedy, Lifestyle, Vlogs und so weiter und so fort. Und außerdem könnt ihr dort den Sendertime WM-Ball gewinnen, der von vielen eurer Lieblings-YouTuber unterschrieben wurde. Deswegen klickt einfach mal drauf. Ansonsten findet ihr die Links auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Mittwoch oder Sonntag wieder zu einem neuen Video. Bis dann.